Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen sensationellen Ausgabe von Tiny Johnny. Wir befinden uns hier im Untergrund und suchen eine sogenannte Ballpistole, die Bälle verschießt. Ich bin mal gespannt, ob wir sie finden werden und ob sie überhaupt funktioniert. Ja, wir müssen bloß ganz still sein, nicht dass wir auf andere gruselige Gestalten treffen. Komm mal mit. Das ist die Ballpistole. Die werden wir jetzt erstmal auspacken und ausprobieren. Dann packen wir das gute Stück mal aus. Dann sieht das Ganze von vorne aus. So von der Rückseite. Tada! Und so sieht es ausgepackt aus. Das Coole an der ganzen Sache ist, es ist durchsichtig. 5 Bälle wurden mitgeliefert. Und zum Schießen muss man einfach nur diesen... Oh, es heilt hier ganz schön. Hebel nach hinten drücken. Und jetzt kann man auch schon feuern. Oh, die hat ja ganz schön Wumms. Machen wir gleich mal einen Reichweitentest. Hier befinden wir uns jetzt beim Schusstest. Da vorne sind ein paar Nerf-Ziele aufgebaut und wir werden jetzt versuchen, die abzuschießen. Vorher müssen wir die Kanone nochmal mit einem weiteren Ball beladen. Einfach hier oben die Klappe öffnen, reinpacken, schließen und nach oben ziehen. Mal gucken, ob die Kanone bis da hinten kommt. Meter schafft sie nicht ganz, also müssen wir ein bisschen dichter rangehen. Probieren wir nochmal die gute alte Nerf aus. Für die ist es kein Problem. So, rangehen. 1,30 Meter sollte sie wohl schaffen. Also ich finde die Ballpistole für zwischendurch sehr gut gelungen, kostet 2 Euro, also fast Geschenk, kann man in jedem Sonderpostenladen kaufen, Teddy oder Tiki Max oder wie sie alle heißen oder auch bei Amazon. Von der Reichweite her habt ihr ja gesehen, kann man nicht allzu viel erwarten, aber ansonsten ist das Teil gut gelungen. Ich denke mal, man kann auch die Feder ein bisschen pimpen, man kommt ganz gut ran. Bevor ich zu meinem kleinen Ende komme, habe ich noch was entdeckt. Also noch nicht abschalten. Was ist das? Eine Propellerpistole habe ich noch gefunden. Die müssen wir auch noch mal ausprobieren. Geht ganz schnell. Auspacken, auspacken. So, hier ist das coole Teil. Die Propellerpistole. Wie funktioniert das überhaupt? Ihr packt einfach so einen kleinen Propeller hier auf, dreht das Ganze. Und dann drückt ihr auf den Auflöserknopf.
Okay. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr tun. Das war die Propellerpistole für 1 Euro. Ich finde, für Kleinkinder macht es auch sehr viel Spaß. Umso mehr man dreht, umso höher fliegt der Propeller. So, kommen wir zum letzten Artikel. Dann ist aber auch Schluss. Wo ist er überhaupt? Da hinten ist er. Kleinen Augenblick bitte. Ich muss ihn mir kurz mal catchen. Und zu guter Letzt stelle ich euch heute Bonesy Ball mit Handgelenkhalter vor. Mal gucken, was das für ein cooles Teil ist. Packen wir es zu dieser Maus. Ah, cool, wir haben hier so ein Handgelenk und einen kleinen Ball damit dran. Oder was ist denn das? So, machen wir das jetzt erstmal auf und dann müssen wir es uns ums Handgelenk schnüren. So, und jetzt kann man quasi... damit so spielen. Okay, sorgen wir erstmal für Platz. Und wie soll das jetzt genau funktionieren? Wir haben hier diesen Ball mit diesem Gummi und jetzt müssen wir versuchen aufzufangen, oder was? Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Spielzeug kennt und was man damit machen muss. Oder ob das jetzt der einzige Sinn und Zweck ist, den Ball einfach so versuchen zu fangen. Okay, meine lieben Freunde, lasst uns jetzt zu meinem kleinen Abschlussfazit kommen. Kommt mit. War das anstrengend? Dann würde ich mal sagen, kommen wir zu meinem kleinen Abschlussergebnis. Also ich fand die Tischtennis- oder die Ballpistole sehr interessant. Propellerpistole war auch sehr nett. Das Einzige, womit ich nichts anfangen konnte, war dieser komische Flummi zum Fangen. Noch nicht einmal gefangen. Puh, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir mal einen Daumen nach oben geben und in die Kommentare schreiben, was ihr am besten fandet. Oder ob ihr alle für die Katzen fandet und nicht irgendwie was Tolles dabei war. Naja, man weiß es auch nicht ganz genau. Ich muss auf jeden Fall jetzt verschwinden. Da kommen nämlich schon die nächsten Verrückten.